Wikisana ist auch ein guter Kanal, unsere Gespräche noch zu verfolgen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Format Wissenschaftsgremium. Ich habe heute Professor Dr. Urs Gruber bei mir, Leiter der Swiss Campus, ja, ein Institut, die wirklich dafür sorgen, dass Menschen aus dem Berufsleben ohne akademische Ausbildung die Möglichkeit haben, sich doch noch auf diesen Weg zu begeben und unglaublich, ja, schöne Fortbildungsmöglichkeiten und Masterstudiengänge haben im Bereich integrative Medizin. Und ich freue mich sehr, dass wir heute drüber sprechen. Freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Hallo lieber Urs, schön, dass du da bist. Hallo liebe Corinna, danke für die Einladung. Jetzt die Frage, was ist das überhaupt, der Campus, Swiss Campus, wo kommt der her, was macht ihr da genau? Also danke für die Einladung und also auch für diese Nachfrage. Wir haben ja also bilateral schon diskutiert und da gab es dann, habe ich auch gesagt, es gibt die und die Möglichkeiten und so weiter und so kam, glaube ich, auch das Thema zustande. Was wir da tun, also ich spreche jetzt für diese Universität, die DTMD University in Luxemburg, und der Swiss Campus ist ein Institut davon. Mhm. Und dieses Institut, das gibt es in Luxemburg und es gibt den Ableger hier in der Schweiz. Und das hat eigentlich, das bedeutet noch nichts, ja, so, sondern es geht darum, dass wir, das ist der Hartmut Schröder, Professor Schröder und ich, da die Möglichkeit bekommen haben, um zu sagen, okay, ihr dürft euch zum für die Uni, in der Uni, zu diesem Thema Gesundheit sehr viele Gedanken machen, auch schauen, was gibt es denn da für Forschungsfragen oder welche Ausbildung könnte man da entsprechende anbieten. Und das ist für uns natürlich schon ein, bitte nicht falsch verstehen, aber ein ganz, ganz toller Sandkasten, wo wir sagen, okay, wir dürfen mit Null quasi beginnen, also nicht wir als Personen, sondern da ist ein Gefäß, und sagen, okay, geht mal in die Richtung, und es darf durchaus so ein wenig modern ausgerichtet sein, neuzeitig ausgerichtet sein. Und das ist ja auch kein Widerspruch, wenn man quasi von alten Heilmethoden zum Beispiel im Rahmen der Gesundheitsförderung die auch neu verpackt darstellen kann, sofern sie, und das ist wieder vielleicht ein Vorteil, vielleicht ein Nachteil, für mich ist eher ein Vorteil, dass man sie auch unter teils wissenschaftlichen Gesichtspunkten auch entsprechend unterrichtet. Der Swiss Campus ist ein Arm der Uni, der DTMD-Uni, und wenn man da jetzt eine Ausbildung macht, also ein Studium oder eine Weiterbildung macht, dann muss es dem Anspruch natürlich auch genügen, dass man sagt, wir können nicht einfach irgendwas erzählen, sondern es muss schon unter wissenschaftlich gesicherten Gesichtspunkten ablaufen. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Studiengang gebaut, einen Masterstudiengang, wie du sagst, einen Master of Science, also der Wissenschaften, in integrativer Gesundheitsförderung. Und allein der Begriff integrativ kennt man vielleicht von der Definition der WHO, integrative Medizin. Da geht es eigentlich darum, dass man die Einheit Mensch unter biopsychosozialen, also unter körperlichen, unter psychoemotionalen, unter sozialen Verhältnissen betrachtet und nicht allein unter biochemischen Gesichtspunkten. Ja? Das ist das neue Denken. Und so hat auch die WHO das soweit aufgemacht. So ist natürlich jetzt auch unser Studiengang, die integrative Gesundheitswissenschaft, so entsprechend aufgebaut, aber nicht, dass wir jetzt einfach ein wenig Dampfplaudereien da drin unterrichten dürfen, sondern es muss wirklich auch gesichtet und gut gesichert sein. Die neuen, modernen Arten von dem, wie könnte man Gesundheit fördern, stammen natürlich dann wieder von einem Bild ab, wie es die integrative Medizin auch macht, vom Menschen. Es gibt bestimmte Fachbereiche, die Herzfach, also Kardiologie und Dermatologie und so weiter. Es gibt ja auch eine neue, also eine relativ junge, das wäre die Psychosomatik, wo man sagt, okay, die einen sagen, toll, dass es das gibt, sage ich auch, aber ich sage gleichzeitig auch, schade, dass man jetzt eine Fachdisziplin draus macht, weil Psycho und Somatik, das wäre ja etwas, wo nach dem neuen Bild eigentlich sagen, aha, das müsste ja jeder eigentlich schon mal ins Blickfeld nehmen.
Und wenn ich jetzt beispielsweise Chirurg bin, bin ich ein Teil dieses Wagenrades für den Menschen selbst, aber da gibt es noch ganz andere Aspekte, entweder um die Gesundheit zu fördern oder auch, wenn er krank ist oder was nicht gut war, um ihn wieder zurück in die Gesundheit, aus der Krankheit in die Gesundheit wieder zu bringen. Also so haben wir eigentlich so ein wenig ein Fahrwasser eingenommen, um zu schauen, was gibt es denn sehr viel Modernes, aber das es in der Tradition auch entsprechend gegeben hat, wie man das in der Kultur oder aus Kulturen kennt, diese kulturheilkundlichen Themen. Kultur kann heilen, Kultur kann krank machen, Kultur kann heilen. Dass man diese Gesichtspunkte unter dem Aspekt, den Menschen und das Menschenbild besser kennenzulernen. Und daraus schaut, was gibt es da für Ressourcen, was gibt es für Möglichkeiten und wo braucht er vielleicht Unterstützung und Hilfe in dem Ganzen. Das ist dann wieder so in Fächer unterteilt als Beispiel, dass man sagt, man kennt Epigenetik und so aus biopsychosozialen Aspekten natürlich. Man kennt, also es gibt da ganz, ganz viele solche Fächer. Das ist halt dann ja so, nebst den normalen Pflichtfächern, wissenschaftliches Arbeiten, Schreiben, was ist Science überhaupt, dass man das auch entsprechend dann so umsetzen kann. Das ist ein Masterstudiengang, es gibt auch unterschiedliche Weiterbildungen. Und wie du das so schön am Anfang gesagt hast, das Tolle für mich, wo ich sehr brenne dafür, ist natürlich sind die Fächer, aber ist natürlich das, dass die DTMD-Uni in Luxemburg tatsächlich sowohl eine Weiterbildungsuni mit Schwerpunkt Medizin und Zahnmedizin und eben diesem weiteren Schwerpunkt Gesundheit vielleicht, wo man es nicht einfach Standard so an jeder Uni lernen kann. Und zwar eine Weiterbildungsuni, die in der Regel vom Masterstudiengang aufwärts, Dinge anbietet, Ausbildungen anbietet, nebst den entsprechenden Weiterbildungen, die es da jetzt auch, die jetzt am Entstehen sind. Die Besonderheit ist ja aber wirklich, dass Menschen, die jetzt keinen akademischen Hintergrund haben, die Möglichkeit haben, wirklich da ein Studium zu beginnen. Zum Beispiel. Wie sieht sowas aus? Du hast ja auch gesagt, berufsbegleitend, da kann man noch arbeiten. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, es gibt in Europa gibt es ein Modell, das Bologna-Modell, das ist ein Hochschulmodell, wo man sagt, in der Regel ist es so, dass jemand Matura oder Abitur macht, dann sein Bachelorstudium macht, dann arbeitet oder dann sein Masterstudium macht und so weiter. Das ist so der reguläre Weg nach Bologna. Und es gibt einen weiteren regulären Weg, das ist das Brügge-Kopenhagen-Abkommen. Das ist auch, geht auf dasselbe EU-Feld zurück, nur ist es in der EU-Kommission beschlossen worden, nicht in den Ländern, sondern in der Kommission, wo man sagt, es müsste noch ein weiterer Weg geben, der einem immer weiterführen könnte, auch wenn man jetzt nicht Abi und Bachelor und so weiter gemacht hat, sondern kann man anderes, was man im Leben gelernt und weiterentwickelt, kann man das auch mitgewichten. Und das darf man, oder das kann man natürlich tun. Und da gibt es dann so entsprechende Qualifikationen dafür. Wenn jemand jetzt, ich sage irgendwie Krankenschwester, hieß das früher, heute heißt in jedem Land, glaube ich, anders. Pflegefachkraft. Wie auch immer, ist Fachfrau für Gesundheit und so. Ich sage jetzt, ich hoffe, mir verzeihen alle, eine Krankenschwester, die noch eine Weiterbildung gemacht hat und jetzt in die und die Richtung gehen möchte, aber auch dies und jenes noch getan hat in ihrem Leben, das darf man nach Brügge-Kopenhagen, darf man das mitgewichten. Was ich sehr, sehr richtig finde, absolut. In diesem was ich auch schön finde, für Mütter hatten wir besprochen. Ja, es gibt ein Qualitätshandbuch, wo man sagt, wenn ein Mensch, eine Frau oder neu vielleicht auch ein Mann, aber damals war es so definiert, wenn eine Frau ein Kind bekommt und das hoch aufzieht, bis es volljährig ist, hat das ein Gewicht, es ist was sehr, sehr Bedeutsames und muss mitgerechnet werden in diesem Modell. Ja. Und das ist alles mit drin, also diese Pakete sind beide da. Und wenn jemand sagt, es reißt mich richtig, ich möchte dies und jenes noch lernen, kann man das tun, indem man ein Weiterbildungsstudium macht oder einen Masterstudiengang zum Beispiel. Es kann sein, dass man sagt, es fehlt noch dies und jenes, dann würde man das dem Aspiranten, dem möglichen Teilnehmer natürlich sagen, auch wie er dazu kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich bin Mutter und ich habe, keine Ahnung, eben Krankenschwester-Ausbildung, dann würde ich jetzt rein theoretisch, sagen wir mal,
90 Credits bekommen oder 100 oder was auch immer und mir würden halt jetzt noch ein bisschen was fehlen, oder? Das wird ja jetzt alles mit Credits, oder? Kann man das so sagen? Oder? Ja, das würde ich würde das nicht genauso sagen, sonst wird es dann ein wenig, einerseits für mich ein wenig verwirrend, oder man setzt, also man nagelt das und sagt, das ist dann immer so. Sondern es ist sehr, sehr individuell, dass man sagen kann, hat die Person, die gerne dies oder jenes lernen würde, bringt die eine Entwicklung mit, wo man sagen kann, sie kann zugelassen werden. Das ist typisch so Brügge Kopenhagen. Super. Und das finde ich was ganz, ganz, ganz Tolles. War ich auch sehr gerne bereit, an dieser Uni mitzuarbeiten, weil die das wirklich so gemacht haben. Für jeden wird es vielleicht verständlich, dass es gibt international sehr große Unis, die zum Beispiel sagen, wer bei uns noch den Master im Business, ich weiß nicht was, Administration machen möchte, braucht entweder Abitur und Bachelor und so weiter. Oder hat erfolgreich über 10 Jahre ein Geschäft geführt. So wird es vielleicht jedem, der sagt, ja, habe ich schon gemacht über 10 Jahre, habe das gut gemacht. Das ist mindestens gleichwertig, würde ich jetzt mal behaupten, wie ein Bachelorabschluss. So. Mhm. Und das wird in diesem Modell, kann man das so durchdenken und durchrechnen, dass da was entsteht, sondern da darf durchaus jemand rein. Was für mich vielleicht noch ganz wichtig ist, möchte ich mir nicht selbst in Anführungszeichen ins Knie schießen, das nicht, aber es gibt nebst dem Swiss Campus natürlich der DTMD Uni, das ist einfach gesichert und gesichtet, was da alles, was man unterrichten darf. Und es gibt sehr viel Geistreiches, was man auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten sehr gut unterrichten kann, dass man dann praktisch umsetzt und die Leute die Thesis machen, also die Forschungsfrage und so weiter, wie es halt regulär abläuft, gibt es auch. Es gibt bestimmte Dinge meiner Einschätzung nach, die man nicht akademisch lernen muss. Also es gibt sehr viele gute Anwendungen, Techniken und so weiter. Man sagt, okay, die findet man nirgends an einer Uni, also ein Studium. Man sagt, na, das macht überhaupt nichts, sondern das ist eine Form, von der man weiß, in welcher Art und Weise das abläuft. Und darum kann man auch sagen, wenn da irgendein Bachelor oder Master dranhängt, sagt, na, das ist in etwa auf diesem Level abgelaufen, dies und jenes mussten sie formell auch noch zusätzlich machen, in Form einer Masterthesis schreiben, diese verteidigen und so weiter. Aber es gibt andere Dinge, Hand auflegen wird im Leben vermutlich nie an die Uni gehen als Studium, und das hat auch seinen Grund. Mhm. Ja. Sagen, dass, ob jetzt das sehr. Es sei denn, wir entwickeln irgendwann Messverfahren, diese Art von Energie, was auch immer da transportiert wird, sichtbar gemacht werden. Ja, wer weiß, absolut. Und andere, wenn eine Mutter eben ihrem Kind über den Kopf streicht und es hat Heilwirkung, ist mir das persönlich sowas von egal, ob es da wissenschaftliche Daten dazu gibt oder nicht. Oder wenn ich einem Menschen etwas Gutes tun möchte, brauche ich dafür kein Studium, meine ich mal so. Wenn es um Dinge geht, wie zum Beispiel Epigenetik und was läuft da im Stoffwechsel ab? Oder ich habe jemanden, wir haben ein Modul oder ein Schwerpunkt, da drin ist auch zum Beispiel Trauma, Psychotraumatologie. Da muss man einfach durchbüffeln. Da sind wir sehr froh, wenn wir auch so gesichtet und gesicherte Daten haben. Und das muss einfach sehr, sehr gut sitzen, wenn man mit Leuten arbeitet, auch in der Prävention. Ich kann es erkennen und ich kann vielleicht schon einen Experten mit dazu rufen. Oder ich sage, ich kann da jemanden sehr, sehr gut coachen im Rahmen der Tätigkeit, die ich dann ausübe, zum Beispiel. Die Dozenten, gibt es da schon so ein paar Bekannte? Sind da auch welche von uns, vom Wissenschaftsgremium dabei? Ich müsste jetzt schnell überlegen, wer vom Wissenschaftsgremium alles ist. So. Aber es sind schon, also meiner Einschätzung nach, ganz, ganz tolle Manuel Burzler, Dr. Manuel Burzler, der, glaube ich, auch schon hier war, ist einer der berühmtesten, meiner Einschätzung nach, in Europa, Epigenetiker, der Professor Jörg Spitz und Professor Hartmut Schell. Also sind einige drin, wobei eben das, es hat andere drin, die man vielleicht gar nicht so gut kennt, die aber mindestens gleich spitzenmäßig sind. In der Psychotraumatologie ist es die Rosemarie Bawinski, die also absolute Profiliga ist natürlich, wenn es um das geht. Ja, ja, und das motiviert natürlich. Gell? Wie kann ich es dann berufsbegleitend machen? Weil der ein oder andere sagt halt ganz klar, wie lange geht es eigentlich berufsbegleitend? Genau, wenn man so ein Studium ins Auge fasst, sind dann immer noch die Gesichtspunkte. Wenn man jetzt, ich sage es wieder, Krankenschwester gelernt hat und die Weiterbildung gemacht und jetzt möchte man gerne studieren, ist der Inhalt, was da im Studium kommt, neu, gehe ich mal davon aus.
Und das Studieren selbst ist auch noch neu. Und das ist häufig so, dass das am Anfang deswegen unglaublich anstrengend ist, ganz schwierig. Wie studiere ich, ist eine ganz andere Fragestellung, als was studiere ich. Wie verstehe ich die Professoren? Wie verstehe ich die? Weil jeder ist auch irgendwie eigen und dann weiß ich nicht, was... Was ist Vor- und Nachbereitung, auch wenn man das immer wieder gemacht hat, aber die sagen vielleicht dann nur die Hälfte, wie man es machen soll, sondern das ist ja Studium und so weiter. Möchte die Leute jetzt nicht vergrauen, aber... Da haben wir extra zum Beispiel eine Hochschulweiterbildung gebaut, und zwar das Studium Generale der Gesundheit. Wir nehmen das Thema Gesundheit und jetzt beleuchten wir das mal aus medizinischer Sicht, aus der biologischen, aus der philosophischen, aus der kulturellen Sicht, aus der Gesetzessicht und so weiter und so fort. Und zeigen allen immer, wie würde man das zusammenfassen, welche Tools, wie kann man recherchieren im Netz und so weiter, dass die Leute so weit vorbereitet sind. Sagen, wenn sie mal was studieren möchten, kann auch irgendwas anderes sein oder irgendwo anders, wenn jemand studieren möchte, dann ist er zumindest, er beherrscht zumindest schon den Wagen, er weiß, wo was ist und kann sich dann auf die Straße bzw. auf den Inhalt konzentrieren. Da haben wir Riesenfreude auch an diesem Tool eigentlich. Mhm. Und das Tool, das kann man sowohl in der Schweiz als Deutschland, Österreich und Luxemburg, kann man das studieren, also kann man das tun und lernen. Man sagt dann eine Hochschulweiterbildung. Gibt es auch Präsenzphasen dann oder macht ihr das online, weil du sagst, berufsbegleitend? Ja, das ist je nach Stoff natürlich sehr unterschiedlich. Wenn ich so im Allgemeinen schaue, es hat Online-Teile, es hat auch immer Präsenzteile, deswegen die verschiedenen Standorte natürlich für ein Studium. Das ist eigentlich gemischt. Das Curriculum selbst ist gemischt. Und warum es teilweise etwas länger geht, also wenn ich einen Masterstudiengang mache, geht der 3 Jahre und regulär geht der 2. Wenn ich den aber berufsbegleitend mache es ist Erwachsenenstudium eigentlich. Es ist weniger für die Leute, die jetzt 20 geworden sind, sondern für die Leute, die irgendwie schon im Berufsleben stehen, schon viel gemacht. Könnte jetzt auch ein Arzt machen, der sagt, ich habe jetzt Allgemeinmedizin studiert, aber mir fehlen halt jetzt die Werkzeuge. Genau. Ja. Da ist es, der hat dann den regulären Weg gemacht, der macht das quasi postgradual, der hat sein Studium schon gemacht, Medizin, oder seine Promotion schon gemacht, und der macht das quasi als einen Weiterbildungsmaster parallel. Mhm. Und das geht aber auch über 3 Jahre statt über 2, weil es berufsbegleitend ist. Wenn man Vollzeit studieren kann, ist es was anderes, aber das bieten wir so jetzt nicht an. Was kann jetzt ein Arzt oder Heilpraktiker letztendlich nachher, wenn er eh schon therapeutisch mit Menschen arbeitet, wirklich mitnehmen in den Berufs? Also sind da auch wirklich die ganzen Ansätze, dass er seine Praxis weiter ausbauen kann? Ausbauen, das ist eine gute Frage, die wurde mir jetzt noch nie gestellt, aber ausbauen, natürlich, wenn es jetzt so ist, dass man sagt, okay, war es noch nicht im Ressort Epigenetik oder im Ressort X oder Y oder Psychoneuro, Immunologie und so weiter, wenn er da und dann liefert, wird er das mit reinnehmen und wird das umsetzen. Für uns ganz wichtig, dieser Studiengang, von dem wir jetzt gesprochen haben, da geht es um die integrative Gesundheitsförderung. Das heißt, dass wir mit, was kann ich präventiv tun, wie kann ich jemanden im gesunden Zustand halten. Das ist so oberstes Prinzip. Wenn der Arzt kommt und das Studium macht, wird er sich andere Gedanken machen, sondern wie kann ich das auch beim Kranken entsprechend bei jemandem einsetzen. Das kann er dann anders kombinieren. Mhm. Das wird sicher auch wir haben jetzt auch von den Anmeldungen, sind auch einige Ärzteschaften dabei, ja. Was ich sehr gut verstehe, es sind moderne Techniken, die sowohl in der Prävention als auch in der Therapie eingesetzt werden können, selbstverständlich. Und wie gesagt, nach dem neuen Bild, Gesundheitsbild, dass man sagt, die Intervention, das, was ich am Menschen tue, muss ich am Menschen ausrichten. Wenn ich Menschen habe, die sehr, sehr gläubig sind, haben wir vorhin gesagt, sehr, sehr gläubig, kann das eine Ressource sein, die seine Gesundheit, das seiner Gesundheit gut tut. Und wenn ich es knallhart auf der naturwissenschaftlichen Seite bleibe und sage, das gibt es ja gar nicht, das ist ja meine Sache. Meine Sache soll jetzt nicht interessieren, sondern den Patienten selbst und sagen, wo habe ich denn gute Ressourcen, was kann ich ihm Gutes tun und wie kann man das mit integrieren und nutzen. Super. Und dann habt ihr ja noch was ganz Besonderes, eine Promotionsmöglichkeit. Ja, die ist an der Uni in Luxemburg selbstverständlich. Es sind 2 unterschiedliche Promotionsstudiengänge. Das ist aber für Leute, die
300, die irgendeine bestimmte Studienleistung schon gemacht haben, Ausbildung schon abgeschlossen hat, Master abgeschlossen zum Beispiel, oder eben eine bestimmte akademische Bildung gemacht haben. Und dann kann man da auch promovieren. Ja, die eine Richtung ist, dass man in die Richtung von Business Administration geht, mehr Schwerpunkt Medizin natürlich, und die andere geht dann in Richtung der Medizin. Ja, dass man sagt, okay, Advanced man kann genau Medicine die heißt der es, glaub, Advanced Medicine, genau. Das hört sich noch genau gut an. Ja, hat mir auch riesig gefallen, habe ich nichts damit zu tun, aber ich bin ich fand das sehr, sehr toll, ja, dass man in die Richtung geht. Und da auch wieder quasi dieses Aufgeräumte, das ist nicht irgendein Wischiwaschi, überhaupt nicht, das ist ein Studiengang, der geht 3 Jahre, der ist sehr umfangreich, um dann das Doktorat dazu machen, sehr umfangreich. Ja, muss man doch relativ viel an Science, an Wissenschaft und so weiter abrufen können und das Lernen wieder umsetzen und so weiter. Und, aber dann tatsächlich in die Richtung eine Art der Erweiterung dessen, was man bis jetzt auch schon alles gemacht hat. Ja. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Klasse. Wenn man sich da jetzt reinlesen möchte, Informationen möchte, vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, für wen und wo und dass man einfach, dass man noch mal eine kurze Info hat. Für wen haben wir das gebaut in diesem gedanklichen Sandkasten? Es sind eigentlich Menschen, die gerne für andere was tun, und zwar auf der professionellen Ebene. Jeder mag was für den anderen gerne tun. So, aber wenn man sagt, aus welcher Richtung kommen die Leute, kann man sagen, aus der Behandlungsebene, Therapeuten, Therapeutinnen zum Beispiel, ob akademisch oder nicht, spielt da, also ist eher zweitrangig, weil die unterschiedlichen Modelle da greifen. Es gibt Leute, die aus der Psychologie kommen, aus der Soziologie kommen, die sagen, ich habe sehr viel mit Menschen zu tun. Ich möchte vertieftes Wissen um diese gesundheitsfördernden Teile, die ich auch dann gerne umsetze in meinen Arbeitsalltag. Es geht um solche Personen eigentlich, ja. Super. Ja. Vielen lieben Dank, Urs. Ja, gerne. Danke auch. Und bin gespannt, was du noch berichtest, wie es sich noch entwickelt, was noch Neues geben wird. Und ich auch. Ja, ist auf jeden Fall super schön, dass einfach jetzt die ganzen Menschen auch die Möglichkeit früher vielleicht auch gar nicht hatten zu studieren und dann gleich im Berufsleben waren, jetzt auch trotzdem die Möglichkeit haben. Ja, für die freut es mich auch riesig, dass die Möglichkeit besteht und sagen, nee, wenn ich mag oder wenn ich das unbedingt möchte, kann ich so einen Weg beschreiten. Wie gesagt, dann ist es gut, wenn man es tut. Es ist auch gut, wenn man sich selber mal überdenkt. Kann ich durch die Wissenschaftsbrille mal schauen? Nicht, dass man jetzt nur nach Wissenschaft ist, um Gottes Willen, aber das tut manchmal auch sehr gut, ja? Dass man sagt, nee, jetzt habe ich das streng betrachtet, jetzt kann ich das und das sehen, da gibt es dies, da gibt es jenes, man kann dann auch entsprechend vielleicht besser unterscheiden, man kann trotzdem beides tun, sehe ich nicht ein, dass das einen beschränken soll, aber für dieses sehr wertvoll und für ganz viele andere Fächer auch, wird es nie ein Uni-Studium oder eine Uni-Weiterbildung geben. Und das soll nichts zu tun haben mit der Wertigkeit, ja? Also mit der Gleichwertigkeit, überhaupt nicht. Ja, super. Vielen lieben Dank und danke bis auch bald. Ja. Dankeschön. Liebe Zuschauer, ja, vor allen Dingen die Menschen, die sagen, wow, das ist ja wunderbar, jetzt öffnet sich mir auch noch mal eine ganz neue Tür in der Berufs- und Fortbildungswelt. Immer wieder schön, dass es so innovative, wunderbare Angebote gibt und auch die Gäste, die kommen und uns darüber berichten. Also ich wünsche Ihnen alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald. Tschüss.